Okay. Nehmen wir das einfach so hin. Es fehlt ja zum Glück nicht mehr so viel. Ich meine, was brauchen wir? 150 Wurst und 100 Papier. Also 25 Papier fehlt noch und 32 Wurst. Okay, jetzt ist noch 19 Papier. Kompost. Noch mehr Wurst. Da kommt wieder Papier. Ja, wir haben jetzt schon mittlerweile viel mehr Papier, als wir brauchen. Komm, stellen wir noch 4 Mönche ein. Kommen wir wieder über die 500 und können noch ein paar Sektoren Mönchen. Oh. Das ist unpraktisch. Noch 13 Papier und 23 Wurst. Sieben Papier und 20 Wurst. Alle Gebäude ausgebaut, alles perfekt. Ach, jetzt gehen sie mit Nahrung, okay. Ach so, weil die Mönche mehr zählen als die. Noch 11 Wurst. Also 4 Lieferungen Wurst.
hast schon einen Mönch. Du hast auch schon einen. Dir fehlt noch einer dann. Da kommt wieder Wurst. Noch eine Lieferung. Ne, zwei Lieferungen Papier. Da kommt Wurst. So, das heißt, es ist jetzt noch drei Lieferungen Wurst. Zwei Lieferungen Papier. Da kommt Papier. So, machen wir noch ein bisschen mehr Holz. Sicher ist sicher. Ja, nur noch zwei Wurst. Und ja, Wurst ist da. Fehlt noch ein Papier. Da kommt das Papier. Dann hoffe ich mal, dass jetzt hier die Wurstverteilung wieder ein bisschen sich normalisiert. Du hast schon einen Mönch. Du brauchst noch einen Mönch. Ja, ich sage immer Mönch zu den Novizen, weil sie halt wirklich aussehen wie Mönche. So, da kommt das letzte Papier. Und das verstehe ich halt immer noch nicht, warum sie... das so weit selber... macht ihnen das hier irgendwie zu schaffen? Also der Punkt. Muss ich da wirklich sagen, lagert hier Wurst ein? So, dann gucken wir mal. Oh, unser Händler ist unterwegs. Da ist er. Sehr schön. Wir kriegen gleich unsere Festlieferung. Das ist schon nur mal Fähigkeitserklärung ohne Feierlichkeiten. Ich habe ja bereits den Festplatz organisiert. Aber jetzt liegt es nur noch Papier für die Unabhängigkeitserklärung zu besorgen, eure Gäste zu verpflegen und zur Begrüßung ein wenig Geld zu verteilen. Ja. Eine souveräne Nation wie das Rebellenkönigreich braucht eine eigene Währung. Mhm. Haben wir auch gemacht. Und da... Unabhängigkeits...
Tag. Bravo, Schwesterherz. Alles ist für das Nürnberg-Case-Fest vorbereitet. Diesen Tag wird Tandrien niemals vergessen. Denn er markiert den Anfang vom Ende der Doppelkönige. Glückwunsch, eure Taten haben euer Prestige gemehrt. Macht nur weiter so. Es ist vollbracht, Rovi. Wir haben es wirklich geschafft. Der Traum von einem unabhängigen Rivierenkönigreich ist Wirklichkeit geworden. Eine Wirklichkeit, die den Siedlern Tandrians neue Hoffnung verleiht und sie die ersten glücklichen Tage seit ihrer Flucht vor den Doppelkönigen verleben lässt. Konradin und Baldaros mögen mächtiger denn je erscheinen, doch ihre Tage sind gezählt. Wir haben sie auf dem Weg ins vergessene Königreich geschlagen und wir werden sie wieder schlagen, ein für alle Mal. Und wenn sie dereinst vom Antlitz der Erde getickt sind, werden wir die Ehre unseres väterlichen Erbes wiederherstellen und Tandrin in das friedliche Königreich zurückverwandeln, das es einst unter Draco war. Mit dem Herzen werden wir regieren, nicht mit Furcht und Terror. Lang lebe die Rebellion! Fantastisch. Ihr geht als Sieger aus dieser Partie hervor. Ja. Kriegen wir Geld. Wieder 1500. Und können damit zum Menü zurückkehren. Ja, und wenn ich es ungerne sage, das war es auch mal wieder mit diesem Projekt. Also wieder ein Projekt weniger. Ja, ich hatte eigentlich gesagt, dass ich mir überlege, noch einmal die Erweckung der ewigen Stadt mit einem der anderen Enden zu machen. Aber ich denke mal, das Projekt geht jetzt schon lange genug und wir sollten es nicht übertreiben. Ich meine, das meiste kennt ihr ja davon. Ist ja nur ein anderes Ende ein bisschen. Aber ja, auf der anderen Seite. Ja. Kommen wir zum Schlusswort. Also gehen wir zurück ins Hauptmenü dafür. Ja, Siedler 7. Path to a New Kingdom. Der englische Titel. Ich finde es schade, dass so viele Leute diesen Siedlerteil nicht gut finden. Weil ich finde ihn eigentlich nicht schlecht. Er hat seine Höhen und Tiefen und seine Bugs, wie wir gemerkt haben teilweise, auch jetzt in der letzten Mission. Aber alles im Allem ist es ein solides Spiel, mit einem soliden Gameplay. Und das Siegpunkte-Matching ist eigentlich auch ganz interessant gemacht, wie man in der vorletzten Mission auch wieder gemerkt hat, wo es ziemlich knapp wurde für uns. Nichtsdestotrotz, ich mag Siedler, jeden Siedlerteil, auch den verschmähten fünften. Aber ja, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Leider. Oder zum Glück, besser gesagt. Das wäre alles monoton. Würde es nur noch Battle Royals und MOBAs geben. Tü-lü-lü-lü. Ich jedenfalls hoffe, dass ihr wieder mal Spaß hattet beim Zusehen. Dass euch das Projekt gefallen hat. Dass ihr mir ein paar Daumen nach oben gebt, vielleicht. Und ja, dann sehen wir uns bei anderen Projekten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage noch mit einem herzlichen Hi-Ho, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.